Ich denke, was wir ganz gut feststellen können, ist, dass es nicht einfach ist, so ein Ding zu zähmen. Hallo und herzlich willkommen in Rockwells Eingeweiden. Wir sind mal wieder in Rockwells Innards, so wie das Biom hier heißt, in Genesis 2. Und das aus gutem Grund. Ich habe nämlich weiter gesucht und ich glaube, ich habe jetzt endlich mal so eine Pflanze gefunden, die wir das letzte Mal gesucht hatten, ganz vergeblich. Und zwar ist das so eine Mutagenpflanze. Und ich glaube, vor 2 Episoden haben wir die schon gesucht, nicht gefunden. Die sind super selten. Da gibt es auch eine Limitierung pro Server. Also auf einer Map können nur, ich glaube, 3 oder so in der Art überhaupt parallel vorhanden sein. Das heißt, die sind wirklich, wirklich selten. Und die sind natürlich zusätzlich auch noch ziemlich schwierig zu bekommen, ne? Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also hier ist ziemlich viel Action. Ihr seht es, da ist ein Basilisk, da sind überall die Spuckwürmer. Und da sind auch wieder so, wie heißen die Dinger? Nicht Seeker, sondern, naja, diese komischen Bazillenteile, die da rumfliegen. Machen wir mal wieder das Fernglas an. Dann sehen wir auch, wie die heißen. Summoner heißen die. Und da unten ist unsere Pflanze. Also mittendrin. Schlimmer geht's eigentlich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Aber wir wollen dahin, um diese Pflanze auszuchecken. Und da sind überall Summoner. Und die sind, jeder einzelne davon ist wirklich tödlich und gefährlich. Wir gehen jetzt trotzdem da runter und versuchen schnell zu dieser Pflanze zu rennen. Und dann wieder abzuhauen, oder? Da sind halt auch schon Tentakel, die auf mich schießen. Das wird so unentspannt. Also gut möglich, dass uns das wieder mal das Leben kostet. Aber ich denke, das ist es jetzt in diesem Fall wert. Wir müssen also einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert. Wir haben den Buff Mutagen nearby. Das heißt, in dem Moment, wo man in der Nähe von so einer Pflanze ist, wird einem das schon per Buff angezeigt. Die sind also gar nicht so schwer zu finden eigentlich. Wobei die Anzeige relativ weit reicht. Oh, irgendwas hat mich erwischt. Ein Tentakel. Da sind wir jetzt sowieso unten. Okay, dann hat sich das ja erstmal erledigt. Gut, dass wir eine Schrotflinte dabei haben. Stirb, lass mich. Ich will fliegen. Ich kann doch nicht fliegen. Ich muss nachladen. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ich bin fast schon tot. Ich kann nicht mehr fliegen. Ich glaube, das war's. Okay, wir fliegen. Wir fliegen. Ich fliege. Nicht zu weg. Kurze Planänderung. Ich glaube, wir nehmen mal alles, was wir aktuell haben, nämlich unser Leben, und verkrümeln uns nochmal ganz fix. Eieiei. Nicht cool. Die springt mich gleich an. Okay. Kommt noch eine. Eieiei. Ich muss doch üben mit dem Bogen. Der hat auch auf größere Entfernung kaum Arrow Drop. Was ist das? Sind das Würmer? Ja, ich glaube, das sind Arthropleras. Gut. Heieieiei. So viel geredet. Wir müssen da ganz spontan und ganz schnell rein, ohne uns irgendwie irgendwas zu überlegen. Wir müssen einfach sagen, wir machen das jetzt und müssen dann dahin stürzen. Einmal landen und das ausprobieren. Jetzt muss ich erstmal wieder Hitpoints hochregen. Wir hätten Sascha, unsere Eule, mitnehmen müssen. Auf jeden Fall soll das eine gute Quelle für Mutagen sein, was wir ganz dringend brauchen. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall mal so eine Pflanze looten, um das überhaupt mal zu testen, ob sich das wirklich lohnt. Und ja, ob das ein guter Plan ist, dieses Risiko überhaupt einzugehen. Aber angeblich soll sich das lohnen. Okay, neuer Versuch. Die Welt hat sich ein bisschen beruhigt. Ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Wir stürzen jetzt da rein und probieren das aus. Wir haben den Mutagen-Buff auch schon hier. Also der reicht wirklich, wirklich weit. Das heißt, im Prinzip weiß man dann eigentlich nur, okay, hier in der Höhle gibt es aktuell irgendwo so eine Pflanze. Die sind aber leicht zu finden. Ihr habt sie vielleicht schon gesehen. Die sieht man wirklich ziemlich easy. So, wir stürzen da jetzt volles Rohr rein. Ohne was zu adden, wenn es geht. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber man kann es ja mal testen. Und probieren und hoffen und so. Da ist sie. So sieht die aus. Okay.
Betty won't expect you to use his precious mutagen to beef up your own critters. Can't wait to see the look on his, faces when you sick those muties on him. Just okay. Be careful handling that stuff in the meantime, yeah? Alles klar. Also das Zeug ist irgendwie von Rockwell, ist ja klar. Wir klauen jetzt Rockwells Mutagen. Ich weiß nicht, warum man sowas mitten auf dem Bildschirm in riesengroßer Schrift von rechts nach links platzieren muss. Das ginge vielleicht auch anders, theoretisch, aber okay. Auf jeden Fall wissen wir jetzt wieder ein bisschen mehr. Wir haben Rockwell sein Mutagen geklaut. Ich habe keine Ahnung, was wir gerade gefunden haben. Ich war ziemlich beschäftigt damit, meinen Hintern zu retten. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal, was wir so gefunden haben. Wir haben also auf jeden Fall ein Mutagen gefunden. Dafür lohnt sich das dann doch eher vielleicht. Ne? Es ist natürlich viel wert. Aber wir haben wirklich nur eins bekommen. Das ist ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Wir haben außerdem eine Plant Species R2 Seed. Okay. Das Ding muss in einen Tech Crop Lot. Und das ist ein Tentakel. Oh nee. Und da kommt Raw Fish Meat raus. Okay. Also die Dinger, diese Seeds, bekommt man, glaube ich, auch nur aus diesen kleinen leuchtenden Mutagenpflanzen. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, da ranzukommen. Auch das, also das ist dann wohl der einzige, also der eigentliche Hauptgrund, diese Pflanzen zu suchen, um diese Seeds zu bekommen, die natürlich ziemlich cool sind. Ein bisschen creepy irgendwie, aber auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und wir brauchen dafür Tech-Croplots. Die müssen wir mit Tech-Generatoren powern. Wir haben schon einen Tech-Croplot gefunden, können den aber nicht nutzen, weil wir keinen Generator entsprechend haben. Das heißt, im Moment können wir das Ding noch gar nicht pflanzen. Und da gibt es wohl auch unterschiedliche Varianten. Da gibt es einmal Fisch, da gibt es dann Fleisch, da gibt es Prime Meat, da gibt es Prime Fish Meat. Da gibt es also die ganzen Fleischvarianten praktisch, die man dann finden kann. Also wir sollten auf jeden Fall weiter nach diesen Mutagenpflanzen suchen. Und wir haben es ja gesehen, wenn man da einfach Fearless reinstürzt und sich das Ding schnappt und wieder abhaut, dann funktioniert das schon irgendwie. Das Gefährliche ist nur immer, wenn einen die Tentakel erwischen, die kommen dann erstmal aus dem Boden, dann müssen sie zielen, dann schießen sie, dann muss man getroffen werden. Und wenn man das Ganze die Zeit relativ kurz hält, dann schafft man das eigentlich meistens da ganz gut rein und wieder rauszukommen, ohne dabei drauf zu gehen. Okay. Ich gehe jetzt erstmal zurück in Richtung... Ja, wir gehen erstmal nach Hause und bereiten uns noch so ein bisschen vor. Das ist natürlich nicht alles, was wir heute machen. Wir haben da noch mehr Pläne. Und es gibt ja auch einen guten Grund, warum wir hier Mutagen organisiert haben. Wir brauchen das Zeug natürlich für etwas. Und zwar kommen wir auf dem Weg ja wieder durchs All. Und da draußen, da gibt es Voidworms. Und diese Voidworms, die kann man natürlich auch zähmen. Und dafür brauchen wir dieses Mutagen. Und ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Das kommt natürlich auf die Zähmeinstellung an, gehe ich mal stark von aus. Aber wir müssen das jetzt einfach mal ausprobieren, ob wir schon genug haben. Ich glaube, wir haben jetzt 7 Stück, um so einen kleineren Voidworm testweise zu zähmen. Da war ja auch ein 120er unterwegs, aber ich glaube, der hat sich eh schon wieder verkrümelt. Das heißt, Black Pearls. Okay, wir müssen die erstmal hier etwas freiräumen. So. Und dann haben wir doch auch eine Kettensäge dabei, oder? Meint ihr, das lohnt sich? Wo ist denn die Kettensäge? Ich hab zu viel Zeug dabei. Irgendwo haben wir eine. Da ist sie. Kommt man da gut an Black Pearls? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist gut. Das kann man machen, denke ich. Wir bekommen ziemlich viel Fleisch. Wir bekommen Element Shards und wir bekommen Black Pearls. 45 bei einer kleinen Pflanze. 55 bei einer kleinen Pflanze. Wenn wir jetzt stattdessen die Axt nehmen, bekommen wir deutlich weniger. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Kettensäge dazu benutzen. Gut, dass wir uns die organisiert haben. Macht auch viel mehr Spaß mit der Kettensäge. So, da sind wir draußen im Weltall. Ich habe alles Mutagen mitgenommen, was wir haben. Wir haben jetzt im Moment 7 Stück. Ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen. Müssen wir mal gucken. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, auch wenn die Sachen, also wenn die Ressource mega wertvoll ist. Also ich denke, wir werden ein bisschen was davon verschwenden, aber das ist halt so, wir kennen uns noch nicht aus, wir müssen das alles mal ausprobieren, bevor wir da überhaupt wissen, wie man so eine Wyvern dann genau zähmt. Das finden wir jetzt raus. Hier ist übrigens ziemlich viel Betrieb, da oben ist ein Astrocetus unterwegs, da drüben ist ein Astrodelphis, die kann man natürlich auch zähmen, wenn man möchte. Ich habe mich auch so ein bisschen vorbereitet, aber das war jetzt nicht der Plan, dass die sofort hierher kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir im Vorteil sind, wenn wir hier auf die Brücke gehen.
die würde uns dann nämlich folgen. Die sind auch auf den Brücken unterwegs und teilweise kommen die da sogar reingeflogen und sind dann in den Biomen unterwegs. Also da habe ich auch schon welche gesehen, an den Eingängen hier zu den Brücken. Ich glaube fast, wir bleiben draußen im All, weil hier können wir auch fliegen. Das ist halt schon von Vorteil, wenn wir vor der wegfliegen können, wenn wir wollen. Und dann probieren wir jetzt einfach mal, die zu zähmen. Die ist halt jetzt durchgehend aggressiv. Die war eben nicht mehr aggressiv. Die müssen wir wieder ein Stück von der weg. Oh nein, sie hat mich. Nicht gut. Okay. Ich habe extra Nightshade dabei. Nightshade soll für uns so ein bisschen tanken. Ich glaube, wir dürfen sie nicht beißen, weil die hat, glaube ich, zu wenig Hitpoints. Dann würden wir sie töten. Wir müssen aber Schaden an ihr machen, tatsächlich. Aber vielleicht müssen wir sie beißen. Die hat 3000 Hitpoints. Die können wir wenigstens 2-3 Mal beißen, glaube ich. Und die hat diesen Angriff. Das kostet aber Stamina. Also das kann sie nicht unendlich oft. Oh, hat die viele Hitpoints. Wir müssen die jetzt erstmal runterbeißen. Und dann zählt man die wohl ganz ähnlich wie Pferde. Und das Mutagen müssen wir in den letzten Hotbar-Slot packen. Das können wir schon mal machen, dass wir da so ein bisschen vorbereitet sind. So, ich habe das noch nie ausprobiert. Oh nein. Die ist gedreht. Das heißt, das wird jetzt ein First-Time-Test. Hoffentlich. Oh, oh. Irgendwie. Okay, ich kann das Schild nutzen. Aber das Schild ist ein bisschen buggy in Verbindung mit dem Fernglas. Deswegen sieht es komisch aus, weil das Fernglas ranzoomt. Okay, wir können es wieder bewegen. Dieser Effekt slowt uns ein bisschen. Ich mache das immer noch. Dabei ist sie gar nicht mehr böse auf uns. Aber sie fängt wieder an. Okay, wir müssen von hinten an sie ran. Jetzt beißen wir so lange, bis sie sich beruhigt. Irgendwann hat sie keine Lust mehr zu spielen. Das dauert halt immer einen Moment. Ihr kennt das. Okay. Wir machen jetzt hier Ringelpiez, oder wie? Sieht so aus. Die sind ziemlich schwer zu treffen. Also irgendwann macht die irgendwas. Und dann sind wir wohl so weit, dass wir sie zähmen können. Und solange machen wir jetzt hier weiter Ringelpiez. Also, die halten echt viel aus. Die haben, glaube ich, auch so eine Art... Okay, die hat nicht mehr viel Hitpoints. Jetzt hat sie so einen Effekt drauf. Ich glaube... Jetzt, ich nehme mal Nightshade auf Volle und fliege so ein bisschen. Ich hau das Schild raus und mache das Fernglas aus, dass wir was sehen. Nightshade, nicht beißen. Ne? Okay, wir können sie jetzt, glaube ich, mounten. Das ist nur mega schwierig. Und um sich zu schützen, ist es wohl gut, zum Schild mitzunehmen. Die müsste jetzt irgendwie mountbar sein wie so ein Pferd. Oh, die hat mich gebissen. Vielleicht machen wir das, wenn sie diesen komischen Angriff macht am besten. Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt irgendwie an sie rankommen. Okay. Oh, jetzt waren wir eben ziemlich nah dran. Okay. Sie hat das Schild gebissen. Oh, wie soll ich denn da hinkommen? Das ist ja ein Witz. Ist doch viel schneller als ich. Irgendwas habe ich gerade gelesen. Wenn sie über uns drüber fliegt vielleicht? Jetzt durfte ich noch nicht. Ja, ich kann mich nicht bewegen dabei. Hör auf damit. Helft vor. Hi. Okay, wir dürfen noch nicht. Wir müssen die noch weiter runterboxen. Wieso das denn? Die ist doch schon fast tot. Wir sind noch zu früh. Ich habe keine Hitpoints mehr. Wir müssen abbrechen. Okay. Das war wohl ein Fail. Wir hauen jetzt erstmal ab und ich regeneriere Hitpoints, weil... Mit den 10 Hitpoints oder was ich noch habe, kommen wir nicht weit. Ich glaube, sie hat nachgelassen, abgelassen. Okay. Aber mit Nightshade funktioniert das wunderbar. Nightshade ist ein guter Tank. Da kann man wohl ganz viele unterschiedliche Dinos nehmen. Alles, was irgendwie ein bisschen schneller ist als vielleicht eine Schildkröte und ein bisschen gut tanken kann. Stegos sollen wohl irgendwie auch ganz gut funktionieren. Aber ein Stego macht ja nicht wirklich Schaden, dann, oder? Da muss man dann wahrscheinlich... Oh, die ist immer noch aggro und direkt über uns. Da muss man dann wahrscheinlich selber Schaden machen mit Schusswaffen oder so. Gut, ich bin mal kurz hacken. Das dauert wieder einen Moment und dann versuchen wir das nochmal. Wir sind ja jetzt ein bisschen schlauer. Also man muss die wirklich weit runter boxen. Und dieser Effekt, den wir dann gesehen haben, das war jetzt nicht das, was wir wollten. Ne? Der muss wohl irgendwie noch deutlicher werden. Dass die irgendwie leuchten oder kurz Pause machen oder was. Und dann soll man die mounten können und dann zähmt man die eben wie so ein Pferd, ne? Wie so ein Equus.
Die Ikus kriegen Karotten und die Dinger kriegen Mutagen. Und dann müssen wir gucken, wie viel das braucht. Ist irgendwie Anfang 70, Mitte 70 sowas, ne, vom Level. Das heißt, das wird wahrscheinlich schon so ein bisschen Mutagen brauchen. Ich hoffe, die 7 Stück reichen. So, da sind wir wieder. Da oben ist unser Void Worm, Level 76. Ich glaube, wir hauen erstmal so ein bisschen ab, weil da oben ist mir zu viel los. Wir machen das mal hier unten irgendwo, wo es so ein bisschen ruhiger ist. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, ne? Also der ist nicht schneller als wir. Ich glaube, wir sind sogar ein bisschen schneller als so ein Void Worm. Da ist wieder so ein Delfin. Oh, hier ist so viel los hier draußen. Der hat nur 870 Hitpoints, das ist nicht viel. Und jetzt hat er nur noch 700. Okay, und der hat auch noch den Debuff drauf. Den Katzen-Debuff. 500. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir da runter müssen. 300. Die ist praktisch tot. 200 Hitpoints. Mutagen, 2. Okay, das steht da, wie viel wir brauchen. Lass das. Oh oh. Irgendwie hat sie mich jetzt erwischt. Oh, wie komme ich denn an sie ran? Ich komme nicht an sie ran, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Können wir abhauen? Ja, wir können mit Schild fliegen, das ist gut. Hauen wir mal so ein Stück ab. Aber das dauert zu lange irgendwie. Ich mache mal wieder mein Fernglas aus, dann sehe ich nämlich auch wieder was. Oh oh. Nein, nein, stopp. Weg. Oh je. Das ist eine Verwirrung hier. Ich weiß noch nicht mal, wo sie ist. Da ist sie, ne? Da oben ist sie. Seh sie. Die macht nur Schaden an mir. Aber ich bin dafür schon fast wieder tot. Okay, die tötet mich. Nightshade. Ich bin down. Just great. What am I supposed to do now? Ich sehe ja noch nicht mal, was die macht. Ich habe das Schild draußen, die macht trotzdem Schaden an mir. Ich dachte, das Schild würde gegen den Angriff auch helfen, tut's aber scheinbar nicht. Wir respawnen in der Basis. Textrider? Bad. Ich will im Bett. Textrider? Bad? Was? Whatever, wir spawnen hier in der Gegend. Bad. Das ist doch. Respawn. Das ist echt nicht einfach. Also das Schild hilft nicht gegen den Angriff. Das heißt, wir müssen aus diesem Angriff immer rausfliegen. Aber es hat doch beim ersten Mal irgendwie geholfen, oder nicht? Total doof. Und wir müssen super nah an diese Wyvern ran, was auch nicht wirklich funktioniert. Weil in dem Moment, wo ich nah rankomme, stoppt die den Angriff und fliegt wieder weg. Und die ist deutlich schneller als ich. Was natürlich ein Riesenproblem ist. Jetzt weiß ich nicht genau, wie wir an die rankommen sollen. Vielleicht müssen wir die webben? Wir könnten versuchen, die mit dem Netz zu beschießen. Wir haben ja Netze dabei, ne? Also, was ist denn eigentlich gerade los hier? Okay. Ich dachte schon, es gibt keine Gravitation mehr. Alles klar. Wir sind gleich wieder da. Wir können dann Nightshade retten. Nightshade ist irgendwie der Spezialangriff der Void Worms komplett egal. Macht keinen Schaden. Nightshade nimmt nur Schaden durch die Bissangriffe, ne? Ich muss erstmal Nightshade wiederfinden. Und mein Zeug. Okay, da vorne sind wir. Ich war ja bei der falschen Brücke. Kein Wunder. Jetzt müssen wir erstmal den Drachen loswerden, ne? Ich muss erstmal zu Nightshade kommen. Oh, da steht doch ein Schaden. Wie kann ich denn davon sterben? Okay. Ich geh weg. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Also, wir kriegen auch so einen Debuff, der uns komplett bewegungsunfähig macht. Also, die sind echt nicht ohne, die Void Worms. Die haben schon so ein paar Fähigkeiten. Das sieht aus. Sobald... Kein Fernglas. Sobald er sich beruhigt hat, holen wir unser Zeug und dann können wir es nochmal versuchen von mir aus. Ich habe schon wieder ordentlich Hitpoints verloren. Also, das hat mich mit dem Angriff jetzt auch ziemlich verwirrt. Der macht tatsächlich extrem viel Schaden. Wir haben ja 700 Hitpoints. Der macht nur Einser-Ticks, aber scheinbar so viele, dass wir davon sterben. Ein bisschen komisch alles. So, das nehmen wir wieder mit. Nee, nee. Nee, nee. Wake up. Wir wollen weg. Ich bin kurz davor, das Viech zu zerlegen. Ich mag jetzt nicht mehr.
Ich lasse mich doch nicht nochmal töten. Wir versuchen das zu webben. Oh, es kommt. Dafür muss ich erstmal meine Netze equippen. Jetzt erstmal aus der Range rausschwimmen. Wir versuchen mal so einen Voidworm zu webben. Da hätten wir gleich drauf kommen können. Das ist eigentlich eine witzige Idee. Aber ich denke, das wird nicht funktionieren, weil das Tier zu groß ist, ne? Die sind halt schon riesig. Wenn wir jetzt so eine... Oh, nee. Und die ganzen Skins wieder rauswerfen. Wenn wir jetzt so ein Netz hier equippen. So. Und damit auf das Viech schießen. Mal schauen, was passiert. Also von den Hitpoints her müsste jetzt passen. Nee. Das Ding hat wieder volle Hitpoints. Okay. Wir starten also praktisch wieder bei 0. Wir brauchen auf jeden Fall nur 2 Mutagen für einen 75er. Das ist schon mal ganz gut. Von dem her wäre es jetzt theoretisch machbar. Aber ich kann wenig riskieren. Weil wenn ich 2-mal dismounted bin, dann bin ich eigentlich schon tot. Okay. Was ist mit dir los? Was machst du da? Wir fressen das jetzt einmal runter. Wieder auf 200 Hitpoints oder so. Was ist denn mit dir eigentlich? Treffe ich dich überhaupt irgendwie? Ja. Das ist unser 76er. Und es ist ein Weibchen und es interessiert sich nicht für uns. Das weiß nicht. Gut und schlecht zugleich. Ich komme nämlich gar nicht ran, weil das Viech echt schnell ist. Okay, jetzt haben wir es. Das interessiert sich überhaupt nicht für mich. Was ist denn jetzt kaputt? Hinterher! Also das sind passive Tames. Das sehen wir auch hier. Mit dem Fernglas ganz gut. Das sagt uns hier direkt passiver Tame. Der hat irgendwie Angst vor uns. Jetzt nicht mehr. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Der war ein bisschen komisch. Sie war ein bisschen komisch. Ich muss jetzt aufpassen, dass sie es nicht auffresst. Wir kommen langsam in den interessanten Bereich. Noch kurz Ringelpiez. Ich weiß nicht, ein Biss vielleicht noch? Ist ein bisschen knapp jetzt dann. Okay, 300. Okay, 200, das reicht. Und jetzt versuche ich das Ding zu webben. Das wird halt wieder super risky. Ich kann mich nicht bewegen, irgendwas war. Wir sind außerhalb der Reichweite. Okay, Netz geschossen. Ich habe kein Schild mehr in der Hand. Ich fliehe erstmal zu Nightshade. Wir verdrücken uns nochmal. Okay, ich kann nicht fliehen, wir sind zu langsam. Ich sterbe jetzt wieder. Ich kann mich nicht bewegen, gar nichts tun. Debuff. Versteht nicht mal, was das für ein Debuff ist. Aber ich bin tot. Meine Katze ist... Irgendwo da oben war meine Katze. Be more careful. Das sind echt die übelsten Viecher da draußen. Wir können sie nicht webben. Wie kommen wir denn an die ran? Eieieiei. Ich denke, was wir ganz gut feststellen können, ist, dass es nicht einfach ist, so ein Ding zu zähmen. Dazu kommen alle möglichen Steuerungsbugs, die ich hier gerade habe. Also ich kann teilweise meine Kanone nicht nachladen. Ich weiß auch nicht, wie viel jetzt an dem Fernglas liegt. Jetzt, das mit dem Katze drehen ist auch schwierig. Es gibt immer nur so 180 Grad Drehung. Das heißt, ich kann von der Katze aus auch kaum irgendwie zielen. Wenn ich auf die Wyvern schieße, auf die Entfernung treffe ich sie jetzt nicht, das ist normal. Ich kann nicht nachladen mit R, dann geht das Helmvisier irgendwie verzögert auf. Das dauert dann ein paar Sekunden, dann geht das auf. Das heißt, zum Nachladen muss ich sowieso absteigen. Und die Wyvern, selbst wenn ich die treffe, hat die oftmals irgendwie, interessiert die sich nicht für mich. Das ist auch sehr komisch. Auch haben die ja immer automatisch wieder volle Hitpoints, jedes Mal, wenn wir wiederkommen. Also wir haben die jetzt ja schon 3-mal runtergekämpft. Jetzt hat sie irgendwie geaggrot auf die Entfernung, keine Ahnung warum. Also... Ich bin komplett verwirrt. Wenn wir einmal irgendwie von der Wyvern erwischt wurden, dann muss ich absteigen und wieder aufsteigen, weil sonst die Katze sich nicht mehr richtig bewegen kann. Das ist auch noch so eine komische Sache. Jetzt ist sie wieder de-aggroed. Wir können den Sprung übrigens nutzen. Das mache ich zu selten. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ich wollte die irgendwo hinziehen, wo weniger Tiere sind, aber da unten ist noch eine. Das heißt, wir hauen jetzt direkt wieder ab. Gehen doch wieder hier rüber. Okay. Jetzt konnte ich irgendwie unendlich weit fliegen. Das hatte ich noch nie vorher.
Okay, das müssen wir noch weiter testen. Und jetzt müssen wir die erstmal wieder zerlegen. Die muss wieder runter auf 10% oder so Hitpoints. Okay. Wir dürfen sie nur nicht so weit weglassen, dass sie wieder ihren Angriff machen kann. Okay. Ja, also ich weiß auch nicht, warum die jetzt so schnell sind. Am Anfang war es ja eigentlich so, dass wir die mit der Katze ganz gut unter Kontrolle hatten. Jetzt habe ich keine Chance mehr mit der Katze. Wir sind irgendwie deutlich langsamer als am Anfang. Keine Ahnung wieso. Also das ist einfach testen, bis wir es hinbekommen praktisch. Wir sind auf dem richtigen Weg, denke ich. Wir müssen einfach nur das mit dem Aufsteigen noch hinbekommen. Jetzt bin ich an ihr vorbeigezoomt, als sie den Angriff machen wollte. Das hat funktioniert. Okay, wir sind bei 700, 500. 400. Und 200 Hitpoints. Das reicht auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt fast wieder absteigen gleich. Wenn sie aufhört mit dem Blödsinn. Das Schild rausnehmen. Oh, das hätte ich vielleicht vorher machen können. Ich versuche das Jetpack zu benutzen. Das funktioniert nicht. Jetzt funktioniert es wieder. Oh Gott. Und Schild raus. Okay. Fernglas aus, dass wir was sehen. Okay, das funktioniert nicht. Ich kann das Schild draußen lassen. Moment. Durchzoomen. So, wir müssen dem Angriff ausweichen. Das Schild brauchen wir nur für die Bisse. Das hilft ja sonst nicht. Und die fliegt immer über uns rüber. Eieiei. Ich komme nicht so schnell an sie ran. Jetzt bin ich aus Versehen auf die Katze aufgestiegen. Das war nicht geplant. Sie hat mich wieder erwischt. Die Katze ist irgendwie von hinten an mich rangeflogen. Einmal durch. Oh. Also das Einzige, was wirklich gefährlich ist, ist eigentlich der Angriff für uns. Die beißt auch oft daneben. Oh! Jetzt hat sie mich gebissen. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob die Katze hier wirklich hilfreich ist. Die ist eigentlich nur im Weg, ne? Ehrlich gesagt. Hinterher? Was macht's jetzt? Whoever designed those flying robotic sentries must have been into 20th century high fantasy epics. They feel like something from those old dragon yes. wizard adventures. The crew manuals even call them void worms. Exactly void. What a fan of that genre would want guarding all of Earth's riches. Okay. Wir hauen jetzt erstmal hier ab, oder? Okay, wir steigen auf. Okay. Oh je. Nightjack, komm mit. Das war jetzt super komisch. Also meistens muss man eigentlich aufsteigen, denke ich. Also ich glaube, das erste Muttergehen gibt man wohl so und danach müsste man dann aufsteigen. Aber je nach Zähmeinstellungen und so braucht man dann teilweise nicht so viel. Wir hätten bei... Also wenn wir eine High-Level-Void-Worm zähmen wollen, dann müssten wir wahrscheinlich noch kurz aufsteigen und den dann noch ein, zwei Mal füttern, wie so ein Pferd. Ne? So, Nightshade, wo bist du? Nightshade ist nicht da. Die sind ultra laut. Okay, wir stehen auf dem Flügel. Bleib mal hier. Ich würde gerne vom Flügel runter. Ja, du kannst auch landen, wenn du willst. Mach, was du willst. Okay. Die sind so ein bisschen verrückt, wie die Wyvern halt auch. Wo ist Nightshade? Ich glaube, Nightshade ist nicht mitgekommen. Heieiei. Wir sind schon wieder halb tot. Und wir haben Nightshade verloren. Jetzt müssen wir erst wieder Nightshade suchen. Wieso suche ich Nightshade eigentlich zu Fuß, wenn wir so einen Drachen haben? Ich konnte doch vorher das Schild wegstecken. Ich verstehe das alles nicht. Die Steuerung macht mich heute total fertig. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Es funktioniert alles nicht so wirklich. Und die hakelige Steuerung hat mich jetzt schon ein paar Mal das Leben gekostet. Ist Nightshade noch da oben? Kann doch nicht sein. Nightshade. Das ist die kleine Katze. Wieso denn die große? Es ist auch extrem schwer, hier draußen in diesem offenen Space irgendwas wiederzufinden. Also merkt euch unbedingt, wo ihr unterwegs seid. Das ist richtig schwierig, die Sachen wiederzufinden. Und die Katzen. Okay, ich glaube, ich hole mal unseren Voidworm. Dann suchen wir mit dem Voidworm die Katze. Und dann packen wir die am besten ein.
Die Astrodelphis und so, die sind, glaube ich, auch aggressiv, wenn man zu nah rankommt. Aber da muss man wohl schon ziemlich nah ran. Oh je, jetzt brauchen wir ewig darunter. Ich mag dieses Biom nicht, das ist so schwierig. Da kann man sich halt überhaupt nicht drin bewegen. Ich kann auch nichts essen, obwohl ich schon wieder ziemlich Hunger habe. Wir gehen jetzt den Voidrum holen. Auf dem können wir essen und mit dem können wir ein bisschen besser fliegen hier draußen und navigieren. Ah, da bist du ja. Irgendwie war Nightshade jetzt wieder da. Keine Ahnung, wo sie hergekommen ist. Also, Nightshade ist einfach nicht so schnell wie wir. Das heißt, wir müssen so ein bisschen warten. Ich denke, wir nehmen einfach den Ausgang da oben. Das ist ganz praktisch. Und dann probieren wir den Voidworm mal bei uns drüben so ein bisschen aus. Was auch super wichtig hier draußen ist, ist, dass man auf die Uhrzeit achtet. Also wir sollten jetzt langsam hier zurück uns auf den Rückweg machen. Weil hier draußen wird es dann langsam gefährlich. Komm schon, Nightshade. Schwimm schneller. Durch was auch immer hier draußen ist. Luft ist es nicht, Wasser ist es nicht. Oh, wir haben kein Stamina mehr. Reggen wir? Nein, wir fallen. Okay, ich steig mal ab. Kannst du reggen? Also, wir können hier... Oh, nee. Ich glaube, die müssen landen, um zu reggen. Im Ernst? Okay, wir nehmen den auf Follow. Das ist nur komisch alles. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin jetzt eingeklemmt. Wir steigen mal auf die Katze. Und... Hä? Okay. Ja, also ich versuche gerade vorwärts zu fliegen. Wir fliegen aber rückwärts. Okay, jetzt irgendwie. Nee. Okay. Unser Voidworm kommt nicht mit. Den habe ich doch auf Follow gepfiffen. Ich kann nicht mehr auf Follow pfeifen. Ah, okay, der Gruppenpfiff geht noch. Dann nehmen wir den. Und fliegen jetzt rückwärts senkrecht darüber. Also, ja, also es trifft ziemlich gut, was hier gerade passiert. Also ich kann nur sagen, es ist alles extremst scheußlichst verbuggt gerade. Ich habe keine Ahnung, was da läuft. Wir nehmen jetzt mal alle Tiere mit rüber ins andere Biom. Machen das halt zu Fuß. Da drüben, okay. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Ich denke mal, der kommt gleich. Du musst wieder eine Runde drehen. Voidworm halt. Die sind genauso, wie wir waren. Wir packen mal Nightshade ein. Dass wir ein Tier weniger haben, um das wir uns Sorgen machen müssen. Und dann bin ich ziemlich gespannt drauf, den Voidworm zu testen. Ich weiß ja noch nicht so recht, was ich von diesen ganzen 10 Strategien halten soll. Die sind auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Es gibt wieder mal ziemlich viele neue Tiere, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich die mehr als einmal zähmen möchte. So, du kommst jetzt mit. Ich denke, das könnte schon ganz witzig sein, wenn es funktionieren würde. Aber das ist ja fürchterlich buggy da draußen. So, jetzt haben wir hier den wunderschönen Sonnenuntergang. Wir müssen uns keine Sorge machen, dass wir hier irgendwie in so einen verrückten Faceboom reinkommen. Wie heißt das? Face Shift? Nein, in so einen Warp halt, ne? Wo draußen sich die Welt komplett ändert. Ich weiß noch nicht, ob das dort gefährlich ist, draußen zu sein zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt unbedingt ausprobieren wollen, ehrlich gesagt. Nicht, dass wir dann noch unser Zeug verlieren hier ganz am Schluss. Okay. Also die haben relativ viele Hitpoints. Die haben nicht allzu viel Gewicht. Wie viel Schaden sie machen, müssen wir rausfinden. Mal gucken, was wir da am besten leveln. Die scheinen wenig Stamina zu haben, oder? Und da draußen, wo sogar ich fliegen kann, verstehe ich nicht so ganz, warum die Tiere nicht in der Luft reggen können. Selbst wenn ich absteige, reggen die nicht. Also das ist schon komisch. Wenn ich hier jetzt absteige, dann reggen die auch keine kein Stamina. Ne? Aber das wurde ja auch alles geändert. Früher war das mal so, dass das so funktioniert hat. Aber das wurde alles irgendwann mal gefixt. So, dass man das nicht mehr ausnutzen kann. Also man muss landen, damit die Tiere Stamina regenerieren. Und die brauchen auch draußen in diesem Void, brauchen sie Stamina beim Fliegen. Das ist natürlich ein bisschen komisch, aber okay. So, wir landen gleich mal da vorne. Und dann müssen wir mal testen, was wir für Angriffe haben, oder? Und uns das hier mal angucken. Wir haben das jetzt zum ersten Mal vor der Nase, ohne dass es uns fressen will. Okay. Ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Exo-Armor. Funktioniert gut. Danke der Nachfrage. Alles klar. Was mir überhaupt nicht gefällt, direkt von Anfang an, ist mal der Sound beim Fliegen.
Also Wirbeln sind ja schon extrem laut beim Fliegen. Das Tier ist so laut, es ist unerträglich laut. Also ich muss den Sound komplett runterdrehen. Ich höre nichts mehr, abgesehen von diesem Tier. Das finde ich ein bisschen uncool. Auch wenn das so wedelt, dann macht das immer Geräusche, als hätte der Charakter Hunger. Das klingt ganz ähnlich. Das irritiert mich auch tierisch. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Aber ich finde das alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den Tieren. Was waren das eben hier? Say hello. Okay. G'day, Survivor. Ready for adventure? So. Das ist also unser Void Worm. Level 113 sind wir, glaube ich, rausgekommen. Ne? Ein Level haben wir schon reingesteckt. Oder zwei. Sind wir 112 rausgekommen. Irgendwie so in dem Dreh. Also nicht super gut, aber auch nicht super schlecht. Wir haben jetzt bei den Einstellungen nur eins von diesen Mutagens gebraucht. Das heißt, man braucht auf jeden Fall nicht viele. Aber man wird normal schon so ein paar brauchen. Ne? Ich glaube, es hat uns ja angezeigt. Das Fernglas zeigt es an beim 10 Progress. Wie viel man braucht. Also ich glaube, in dem Moment, wo wir unter 10% Hitpoints oder so gekommen sind mit dem Void Worm, hat es uns angezeigt, wie viel Mutagen wir brauchen. Und es wurden zwei angezeigt, ne, beim 76er. Also in dem Moment, wo ihr das Tier unter 10% Hitpoints kriegt und so ein Fernglas mit dabei habt, dann könnt ihr das sowieso nachgucken, wie viel ihr braucht. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das riskieren wollt. Genau. Und jetzt testen wir mal kurz, was das so kann. Ja, also das ist dieser Freeze-Angriff. Der kostet viel Stamina und man kann den durchgehend ausführen. Ganz ähnlich wie die anderen Wyvern-Angriffe. Ne? Wir können auch wieder wedeln. Also die sind ganz gut vergleichbar. Ja. Okay. Jetzt müssen wir mal irgendwie angreifen und die Angriffe testen. Also wir haben ja eigentlich nur den Biss und das Zurückstoßen halt. Und diesen verrückten Freeze-Strahl. Jetzt ist es langsam schon ein bisschen dunkel, ne? Wir probieren mal den Freeze-Strahl bei so einem Petri aus. Gucken, was der macht. Macht irgendwie ein bisschen Schaden und der Petri kann nicht wegfliegen. Der ist geslowed. Wir auch, weil wir kein Stamina mehr haben. Okay. Mal kurz regen. Ja, cool. Wie viel Schaden hat das gemacht? 9? Nicht viel. Also wir haben irgendwie 60 Schaden oder so gemacht an dem Petri. Besser als nichts, aber auch nicht super viel. Jetzt testen wir mal den Biss. Mal gucken, ob wir vielleicht ein gutes Kampftier gezähmt haben. Ich bin gespannt. Okay. Besser als nix, ne? Ich musste jetzt irgendwie kurz warten. Ich konnte den Angriff nicht direkt machen. Also der braucht irgendwie einen Moment zum Aufladen. Oder man kann den während dem Laufen nicht machen. Das geht ja eigentlich schon recht schnell. Ich glaube, wir haben ihn geslowed. Ist der sogar abgestürzt? Nee, ne? Okay. Nee. Also die können da nicht mehr so schnell fliegen, wenn man das macht. Jetzt haben wir ihn erwischt. Armer Petri. Also ich denke, die sind schon ganz gut zum Kämpfen. Die sind auf jeden Fall ganz praktisch. Wie halt Wyvern auch. Man kann mit denen schön fliegen. Die sind ziemlich schnell. Sind halt ein bisschen schwer zu steuern, aber ansonsten glaube ich ziemlich cool. Halt ihn auf! Boah, wir müssen echt nah ran. Wir müssen auf jeden Fall Stamina leveln. Ich denke mal, wir sollten so auf 1000 Stamina gehen. Das ist halt schon... Das sind viele Punkte. Machen wir mal 900. Gehen so ein bisschen in Hitpoints noch und ein bisschen in Melee-Damage. 200. Jetzt überlege ich mir dann, was ich noch mache. Stamina ist auf jeden Fall so ein Problemchen. Genau wie halt bei den anderen Wyvern auch. Also es heißt zwar Void Worm, das Ding ist aber im Prinzip einfach eine Wyvern. Steuert sich genauso, spielt sich genauso. Hat halt nur eine andere Fähigkeit. Der rennt doch nicht mal weg. Okay. Also. Die Tiere nehmen zwar ein bisschen Schaden durch den Angriff, die beklagen sich auch. Aber die fliehen nicht davor. Das ist interessant. Das ist komisch. Wir können ja mal so ein paar aggressive Tiere damit angreifen. Mal gucken, ob die sich dann verteidigen. Was ist mit dir? Schubst du uns? Oh, die sind so schwer zu steuern. Was haben wir denn hier rumlaufen? Vielleicht so ein ganz normaler Pflanzenfresser oder so mal zum Testen. Nee, wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Da sind welche. Landen wir mal hier beim Bronto.
Die sind halt schon riesig. So. Und der verteidigt sich jetzt schon. Ja, der verteidigt sich ganz normal. Und sieht irgendwie aus, als hätte er keine Lust, sich zu bewegen. Ne? Muss er ja auch nicht. Sehen wir, was der für ein Debuff drauf hat? Nee. Keine Ahnung, was das macht. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt die Tiere richtig slowt. Bisschen komisch mit dem Angriff. Bringt nicht so super viel. Wir haben auch so einen irgendwie gepanzerten Schwanz, ne? Der sieht ganz witzig aus. Machen wir mal den Bronto schnell weg. Wir haben aus Versehen das Beuteltierchen erwischt. Maywing. Abgehauen. Beiß ihn. Beiß ihn. Okay. Wir haben ihn. Ja, also die Katze macht natürlich schon ein bisschen mehr Schaden. Definitiv. Aber die ist auch schon ein bisschen besser hochgelevelt. So. Und da sind wir auch schon zu Hause. Ja, das sind die neuen Void Worms. Das heißt, es gibt endlich wieder Wyvern, auch wenn die jetzt anders heißen. Die sind komplett irgendwie so... Ja, das sind halt so bionische, mechanisch-bionische Tiere irgendwie. Wie sich das hier gehört für Genesis. Und ansonsten funktionieren die wie Wyvern. Nur, dass man halt so ein bisschen den normalen Blitzangriff zum Beispiel von den Blitzwyvern vermisst. Der wäre mir dann doch lieber als dieses komische Feld, was der hier macht. Aber okay, kann der nicht alles haben. Die sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und sind ziemlich kompliziert zu zähmen. Wir wissen jetzt aber, wie es funktioniert. Also es gibt verschiedene Tricks, die man da anwenden kann. Man kann dieses Schild mal mitnehmen. Das hilft auf jeden Fall gegen die Bisse. Man muss halt aus diesem Strahl immer rausfliegen mit seiner Tech-Suit. Das hilft dann auch. Und wenn man das beides beachtet, dann kann man eigentlich auch relativ lange in deren Umfeld überleben. Und wie man die dann runterkriegt von den Hitpoints her, ob man das mit dem Tier macht oder mit Schusswaffen, ich glaube, das kann man sich dann überlegen. Das geht beides, denke ich. Vielleicht ist es fast besser, das mit Schusswaffen zu tun und den Worms immer wegzufliegen und dann aus der Entfernung auf die zu schießen. Dann riskiert man weniger, verliert am Anfang weniger Hitpoints, hat dann mehr Spielraum später, wenn man das mit dem Aufsteigen vielleicht nicht schafft, weil das war echt schwierig. Da hatte ich Riesenprobleme, auf die Dinger draufzukommen. Was mich immer Kopf und Kragen gekostet hat, waren einfach die ganzen Bewegungsbugs da draußen. Ich konnte mich nie richtig bewegen. Es ist ja so, dass dieser Angriff irgendwie auch Slow-Effekte draufpackt und so, aber der scheint auch irgendwie Charakter und Tiere komplett zu verbuggen. Also ich konnte die Katze dann nicht mehr nutzen, die hat es dann am Schluss gesehen. Nur ein Effekt von vielen, also man kann sich einfach nicht mehr gescheit bewegen. Die Tech-Suit funktioniert nicht mehr gescheit und ich glaube, das sind im Prinzip alles Bugs. In dem Moment, wo man getroffen wird, kann man sich nicht bewegen. Da hat man ja auch irgendwie so einen Debuff. Aber danach ist auch so ziemlich alles verbuggt und man kommt einfach nicht mehr weg. Das war öfter jetzt mein Problem. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Irgendwann... Oh, Dünger. Moment, wir müssen den Dünger mitnehmen. Der kommt sofort ins Gewächshaus. Wir haben jetzt unseren ersten Voidworm gezähmt. Wir haben auch noch 6 Mutagen übrig. Das heißt, wir können so ein bisschen testen. Vielleicht unseren Kompi bisschen... buffen? Wie sagt man? Weiß nicht. Genetisch verändern oder was? Auf jeden Fall können wir das auf unseren Kompi anwenden. Ja, aber ich glaube, der hat auch mehr gekostet als... Weiß nicht mehr, wie viel das gekostet hat. Müssen wir mal gucken, dass wir zumindest testweise mal rausfinden, was dieses Mutagen macht, wenn man das auf gezähmte Tiere anwendet. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Bei den Voidworms kann ich jetzt schon sagen, dass wir uns das nicht leisten können. Wir können das mal hier ins Inventar packen. Und... Dann sehen wir brauchen 82 Mutagen, um unseren Voidworm zu buffen. Und das ist dann doch ein bisschen viel. Also das ist so ziemlich mit das teuerste, was ich bis jetzt hier in Ark gesehen habe. Das kommt so ans Klonen ran. Klonen von großen Dinos ist ähnlich teuer. Da braucht man so viele Shards, dass es nicht realistisch ist. Und bei Mutagen ist das hier ganz ähnlich. Okay, jetzt habe ich aber genug geredet. Das war auf jeden Fall eine spannende Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und wenn ihr nur einen riesen Spaß dran hattet, mich leiden zu sehen. Das war's für diese Folge von Ark Genesis. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann. Oi.